Herr Grinkel-Klimstein, herzlich willkommen heute Abend bei uns. Danke, dass Sie so offenherzig über Ihre Zahlen und auch Ihre Gefühle sprechen. Und es macht einen ja schwindelig. Allein im Juli eine Rechnung über 111.000 Euro für Gas. Wenn man das mal überschlägt, aufs Jahr hochrechnet, knackt man da schnell die Millionen. Ja. Wo kommt die Kohle her? Wie lange geht das noch gut? Erstmal müssen wir mal gucken, ob das Ende der Fahnenstange ist. Wir reden ja über Umlagen und sowas, die uns ja auch noch betreffen werden. Das heißt, das wird nicht der Ende der Fahnenstange sein. Die 111.000 werden sich noch auf 150, vielleicht 200.000 Euro aufblähen. Und wo das Geld herkommt, ist natürlich schwierig. Wenn Sie eine Gasrechnung, nehmen wir jetzt erstmal nur die Tatsache, 111.000 bei 300.000 Euro Umsatz. Das sind auf einmal 50% Ihres Umsatzes, wo normalerweise die gesamte Energie mit Strom vielleicht gerade mal 10% ausgemacht haben. Und das steigt ja wahnsinnig und Sie können das ja gar nicht weitergeben in der Schnelle. Das klingt nicht rosig. Was erzählen Sie Ihren Mitarbeitenden aktuell? Was können Sie denen überhaupt noch versprechen, wenn Sie denen in die Augen gucken? Das ist schwierig. Also versprechen kann man natürlich in dem Sinne nichts mehr, weil es gibt im Gegensatz zu Corona, wo man schnell auch aus der Politik die Info bekommen hat, es wird hier keiner arbeitslos durch die Pandemie. Das gibt es aktuell nicht. Das heißt, auch wir können keine Versprechung machen. Wir haben volle Auftragsbücher, das muss man sagen. Wir machen einen Rekordumsatz dieses Jahr. Weil alle wieder reisen? Weil alle reisen, voll, die Küste ist voll. Somit die Mitarbeiter spüren auch, es ist genug da. Aber Sie wissen natürlich auch, die Briefe, die Sie nach Hause kriegen über die Kostensteigerung, haben wir auch. Und dass das ein Familienunternehmen nicht immer wegdrücken kann, das ist so. Nur, dass wir eine Vorstellung bekommen, die Riesingers verbrauchen bei Gas im Jahr so ungefähr 13.400 Kilowattstunden. Wie weit kommen Sie damit? Mit 13.000, also wir haben ungefähr 1.000, die wir pro Tag brauchen. Das heißt 2 Wochen. Okay. 1.000 Kilowattstunden am Tag? Ja. Das ist ordentlich. Kann man da noch irgendwas einsparen? Also Sie können jetzt nicht einfach die Hotelwäsche statt 60 Grad bei 30 waschen, oder? Also technisch gesehen könnte man an der Temperatur was ändern. Dann müssen Sie mehr Chemie nehmen. Chemiekosten brauchen wir nicht drüber reden. Hat sich dieses Jahr auch wahnsinnig nach oben entwickelt. Das heißt, egal welche Räder wir drehen, wir kriegen neue Kostenprobleme. Sie können investieren natürlich in Ihren Betrieb. Das heißt, die Liquidität muss da sein, die Marge muss da sein, um in modernere Aggregate zu investieren. Wir sind sehr modern aufgestellt. Es gibt immer Drehschrauben, wo wir vielleicht, ich sag mal, insgesamt 10% einsparen können. Aber die Sachen müssen ja auch lieferbar sein. Das heißt zum Beispiel eine neue Dampfkesselanlage, die wir jetzt bestellt haben. Da haben Sie erstmal einen Vorlauf für die Förderung, die es tatsächlich auch für gibt. Dann haben Sie auch den Bestellprozess. Da sind 12 Monate Lieferzeit Standard. Das heißt, wir können. Dann kann man 2024 irgendwann mal mit einer effizienteren Anlage planen. Genau, das heißt. Wenn Sie da sind, wissen Sie auch nicht. Eben. Und jetzt einen Schalter umzulegen, funktioniert halt nicht. Man könnte höchstens auf Flüssiggas umwechseln, aber auch das bedarf Vorlauf, Umbauzeiten. Und dann müssen Sie auch einen Lieferanten finden, der mal eben 60.000 Liter Flüssiggas Ihnen pro Monat liefert. Herr Tenhagen, ich nehme an, da kommen wir mit dem hydraulischen Abgleich vom örtlichen Klempner nicht mehr viel weiter und Möbelrücken oder moderne Thermostate, das sind alles nicht die Themen. Vielleicht ist in solchen Fällen der Staat gefragt, aber der Staat rettet aktuell Unternehmen, die Gas liefern und nicht Unternehmen, die Gas verbrauchen, oder? Ja, das ist ein Teil des Problems. Also das kann man ja auch so sagen. Diese Rechnung, also man kann begründen, dass man systemrelevante Firmen rettet, dann würde man das aber eigentlich mit Steuergeldern machen, wie man es bei Corona bei der Lufthansa auch gemacht hat. Es gibt es ja. Es gibt's ja. Dann müsste man sich um die Firmen kümmern, die jetzt das Risiko haben, dass sie kurzfristig zumachen müssen, weil sie gar nicht die Zeit haben, sich umzustellen. Das muss passieren. Ja. Und ich weiß nicht, was Sie jetzt mit Ihrem dritten Programm da diese Woche noch aushecken, aber da werden Sie ran müssen, wenn Sie nämlich nichts machen. Das kann ja nicht sein, dass man nur BASF aus der Patsche hilft. Aber ich hörte gerade, Sie sagen, es gibt staatliche Rettungsgelder für Unternehmen? Genau, es gibt ein Programm, das ist EU-weit aufgelegt worden, das halt energieintensive Betriebe, da gibt es eine EU-Rechtsform für, das sind wir auch, gerettet werden dürfen oder beziehungsweise einen Zuschuss bekommen zu ihren Energiepreisen. Da gibt es aber einen Haken in Deutschland. In Deutschland war man so frei und hat gesagt, okay, wir suchen uns einzelne Branchen aus. Und die Branchen, die man ausgewählt hat, wenn man die liest, da gibt es also eine Anlage zu dieser Förderung, ist es so, dass es nur Betriebe betrifft, wo man Angst hat, die könnten ins Ausland abwandern. Das heißt, der Textilproduzent zum Beispiel. Das heißt, Sie sagen, der Grinkel-Klimstein wird seine Wäscherei schon nicht unter den Arm klemmen und nach Polen fahren. Der bleibt hier, der braucht kein Fördergeld. Genau, der kann halt nicht nach Bangladesch oder wo auch immer, wo nochmal alles nochmal günstiger ist. Das geht halt nicht. Das heißt, wir, die am Standort Deutschland gebunden sind, wir gucken in die Röhre, werden von der Politik alleine gelassen. Von wann ist die Liste? Die Liste, also es ist schon 2-3 Monate her. Okay, aber dann. Ein Update gab es nicht, wenn Sie da. Ja, nee, ich meine, da muss man den noch auf den Fuß stellen.
Unser, also, wir haben ja auch einen Verband, der hat auch dafür. Ja, nicht, also wirklich dem, also ich bin ja Journalist von Haus aus und ich weiß, wenn man Ministern persönliche Briefe schreibt, als Eigentümer einer Firma mit 40 Angestellten, Landesministern, Bundesministern und auch androht, in dessen Büro aufzuschlagen, also die haben ja ein Wahlkreisbüro, dann ist das nicht völlig wirkungslos. Machen Sie das. Habe also, ich gemacht. Sie sind ja auch hier. Mhm. Also die relevanten Minister werden es hören, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Dann müssen Sie ran. Das manchmal gucken so Minister oder Referenten abends auf RTL. Also, ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, nur mal so als theoretische Möglichkeit in den Raum gestellt, vielleicht kommen wir auch mit Herrn Renke-Klimstein und dem Kamerateam mal beim Ministerium vorbei und fragen das nach, wie es mit der Unterstützung riesiger Unternehmen aussieht. Denn ehrlich gesagt, wenn irgendwann an der Ostseeküste keiner mehr ist, der die Hotelwäsche wäscht, dann sieht es ja auch für die angeschlossenen Hotels ja effizienter, als wenn die Hotels das alles selber machen. Also ich meine, unter allen denkbaren Kriterien ist das eine vernünftige. Wir reden ja nicht nur von Hotelwäsche, wir reden ja auch von Krankenhaus, von Altenheim und Ähnlichem. Ja, ja. Das heißt, ich bin ja kein Einzelfall in der Branche. Ja, ja. Und wenn das so weitergeht und wir haben eh schon eine schwierige Lage in der Wäschereibranche, was Personalnot etc. angeht, werden wir Versorgungsprobleme kriegen in den Krankenhäusern. Und dann muss der Minister, der für Krankenhäuser zuständig ist, vielleicht dann selber Hand anlegen. Strafen Sie mich Lügen, aber ich glaube, das war die Definition für systemrelevant, die Sie gerade gegeben haben. Ja, das war genau. Also die Verzweiflung ist groß und dabei hat die Heizsaison noch nicht einmal begonnen. Herzlichen Dank allen, die ihre Sorgen hier mal so offen formuliert haben. Frau Riesinger, Herr Grenke-Grimstein, allen voran.